Wellmat, Schwefel, Giftzahn, so, Araunenpulver, die Handschuhe. Wenn ich die jetzt anziehe, stehe ich nackt. aber was soll ich machen? Okay, ich brauche noch mehr Araunenpulver und mehr Schwefel, Krötenschemel und Finage. Araunenpulver. Krötenschemel, nehmen wir doch das Drachenblut. Alkohol brauchen wir noch, Schwefelquell und Finage. Hier hinten in den Dingern war ja auch noch was. Drachenblut, Krötenschemel, nehmen wir noch das Launenpulver. Da ist der Alkohol. Da ist die Finage. Und da ist noch mehr Alkohol. Ich habe doch Schwefelquell eingesackt. Habe ich vergessen, Schwefelquell jetzt einzusacken? Schwefelquell. Hast du ja auch noch Schwefelquell? Ja, gib her Schwefelquell. Okay, ich habe Gwendalat zurückverwandeln können. Aber jetzt brauche ich mehr Zutaten, um die anderen zurückzuverwandeln. Jetzt brauche ich wieder Araunenpulver. Da ist kein Araunenpulver. Araunenpulver. Komm, Vorgrim. Sie ist noch du, Gladys. So. Dann möchte ich dich jetzt bitte wieder anziehen. Gladys die Bücher geben. Vorgrim das Erz und die Kristalle. Die ganzen Kräutersachen. Alchemistenhandschuhe sind gar nicht mal so schlecht zu haben. So. Haben wir etwas aufgeräumt. Ja. In den Resten eines Alchemieners Boss habe ich eine Anleitung gefunden, die Verwandlung wieder zu beenden. Meine Begleiter haben ihre Gestalt wieder zurückerhalten. So, passt hin der Ausdauer. Ja, und der ist hier verhungert. Ja, shit happens, eh? Sprich,
Ja, und nachher, wenn wir in unserem Dings wieder sind, in unserem Zuhause, dann müssen wir Gwendala kurz rausschmeißen und wieder die Gruppe nehmen, damit wir wieder die richtige Anordnung haben. So, jetzt sollten wir aber eigentlich hoffentlich hier raus können. Meine hilfreiche Tatze läuft auch gleich aus. Nee, hier ist es immer noch deaktiviert. Das war meine hilfreiche Tatze. Nein, es geht doch nach draußen. Na, Gott sei Dank. Hab nochmal vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Ich kann das alles noch gar nicht richtig glauben. Jetzt werde ich erstmal zum Gutshof und zu Hemlock zurückkehren. Vielleicht sehen wir uns da. Das werden wir ganz bestimmt. Gute Reise. So, ich bin scheinbar aber nicht fertig hier. Seelenritual. Berichte Priodan. Ich habe die Ritualhöhle verlassen. Sardina hat sich auf den Rückweg nach Gut Dunkelfors ihrem Bruder Hamlock gemacht. Ihr solltet bei Gelegenheit dort nochmal vorbeischauen. Darion Terhain ist wieder einmal entkommen. Sardina konnte ich retten, da irgendetwas an ihr vollzogenen Seelentransfer schiefgelaufen ist. Aber Firniane befindet sich noch in seiner Gewalt. Vielleicht hatte dieser Schurke doch nicht den richtigen Kelch in seinem Besitz oder hinter dem Kelch verbirgt sich doch etwas anderes. Ich sollte mit dem geweihten Priodan reden und ihm über die Geschehnisse unterrichten. Möglicherweise gibt es noch einen Hinweis, der übersehen wurde. Vielleicht ist Salina wirklich keine Jungfrau ist. Big Safe machen. Dass wir das auch hinter uns haben. So, mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu tun gibt. Wenn nicht, dass ich mich wieder verkrümel wie in Moorbrück und dann hier eine Quest oder so übersehe. Ein toter Wolf? Eine Bärenfalle? Okay, hier legt jemand Bärenfallen, um Wölfe zu töten. Das finde ich nicht so nett. Ich finde Bärenfallen allgemein nicht nett. Eine Leiche? Noch ein toter Wolf. Ah.
Irgendwas muss es ja damit auf sich haben. Also ja, Wurzelkraut brauchen wir nicht unbedingt. Hier stehen aber Pferde. Was fällt euch ein, diese Tiere zu fangen und einzusperren? Lasst sie sofort wieder frei. Das waren wir nicht. Ich habe diese Tiere zwar nicht gefangen, aber genau das werde ich jetzt tun. Wie bitte? Ich dachte... Dass ich die Tiere eingesperrt habe, das sagtet ihr bereits. Ich versichere euch das. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn das so ist, denke ich, ich kann euren Worten Glauben schenken. Sehr schön. Für mich hättet ihr... auch der Tierfänger sein können. Oh, das stimmt wohl. Mein Name ist übrigens Siegheim Trutzbacher. Ich bin diesen Tierfängern schon seit einiger Zeit auf der Spur. Bis jetzt bin ich allerdings immer zu spät gekommen. Ich heiße Bueno hier und ich wollte... Und ihr wollt diese Leute ganz allein stellen? Meint ihr wirklich, dass ihr damit Erfolg haben werdet? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Da habt ihr Glück, dass ihr zur rechten Zeit gekommen bin. Ich werde jetzt die Tiere befreien und mich dann nach den Leuten umsehen, die dafür verantwortlich sind. Das wollt ihr wirklich tun? Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Ich werde euch begleiten. Seid mir nicht böse, aber das könnte zu gefährlich für euch werden. Da habt ihr wahrscheinlich recht. Ich werde dann bei der Schutzhütte auf euch warten. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch der Tierfänger angenommen habt. In Ordnung, bis später dann. Okay. Tierfänger. Bei den Silberfällen bin ich auf ein Lager gestoßen, in dem verschiedene Wildtiere gefangen gehalten werden. Dort traf ich auch auf Siegelheim Trutzbacher, der den Tierfängern schon seit einiger Zeit auf der Spur ist. Ich habe Siegelheim Trutzbacher versprochen, die Tiere zu befreien. Na klar. Mach ich. So. Du bist schon mal frei. Gut. Ihr seid auch frei. Ich will ja nichts sagen, aber so eine Barrikade könnten wir auch einfach einhacken. Stelle die Tierfänger. Nachdem ich die Tiere befreit habe, ist es an der Zeit, mich auf die Suche nach den Schuldigen zu machen. Sie müssen sich hier irgendwo in der Nähe aufhalten. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand im Weg scheinbar. Dann gehen wir doch nochmal zurück zu dem... Oder gibt's hier noch? Für den Fall, dass die etwas stärker sind, lieber noch einen Quicksave machen. Da steht nur eine Kiste rum, die will ich jetzt nicht unbedingt einschlagen.